Yo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force. Und wir zocken die Battlefield 3 Kampagne weiter. Die jetzige Mission Operation Guillotine oder wie auch immer. Ja, und wir versuchen heute mal die ganze Battlefield Kampagne fertig zu machen, damit wir zur Battlefield 4 Kampagne rangehen können. Na gut. Zeigen wir mal Nette hier mal Geschichte, die aber was soll das Geschichte. mit mir zu tun haben? Soll ich Sie ihn aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich! Löcken Sie den mich! Das ist keine Verhandlung! Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte ist! Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn! Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön! Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Ja, ich habe den Koffer aufgemacht und da war die Bombe. So fand ich die Bombe. Alter, will er wissen, wie ich die Bombe gefunden habe? Ist doch logisch. So, Metkovic. Montes, Cole, allerdings und wer ist hier? Noch keine Waffenlast. Sehe ich nicht. Nee. Die Mühlen des Schicksals malen langsam. Jo, sind alle langsam, da hast du recht. Das ist jetzt Teheran, glaube ich. Misfit, hier Haymaker. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Haymaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Aha. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Jupp. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir, verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Jupp, ich nehme den Mörser. Los, los. Und los. Erstmal los. Hier eine Runde rennen. Rennen wir um unser Leben. Und folgen Medkovic. Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter der Überführung als Bezugspunkt. Jupp, mach ich. Auf. Mörser ist keine gute Sache. Aua. Und Leute sterben. Schneller! Stell den Mörser ja, dort auf. Mach's. Überprüft Blende und Durchfahrtshöhe. Blende und Durchfahrtshöhe. Okay, wird gemacht. Und boom! Los! Ich brauche da unsere Fortfeuer! Und schönes Licht. Komm, komm. Komm, komm. Lass mich durch. Und jetzt rüber über die Mauer. Und rüber über die Mauer. Wir machen das. Und jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Und ich krieg hier schon Kugeln ab. Und durch. Ich mach's mal wieder auf Rambo-Art. Und die sterben ja schon hier. Boom! Zwei mit einem Schuss, Alter. Wenn das kein Glückstreffer war. Das war doch ein glattes Headshot. Und zack, boom.
Bam, bam. Alter Vater, ey. Erstes MG weg. Jetzt komm, jetzt geh drauf, Alter. Okay, wir müssen uns wieder flankieren. Also jetzt lass mich durch hier, was bist du hier für ein scheiß Wichser? Okay, sie gehen hier schon alle drauf. Und der macht halt schon mit der Granate. Boom! What the fuck? Und brennende Menschen kommen raus. Und wir stürmen das Gebäude. Komm schon, komm schon. Gesichert. Tür. Und zack, rein. Gesichert. Mal auf die Lappen hier warten. Jetzt komm, Alter! Alter, was ist das für eine Scheiße hier schon wieder? Warte, warte. Die messert. Wiederbelebungsmaßnahmen. Und hier, ich muss ja erstmal hier versorgt werden. So, und weiter geht's mit dem Jeep. Wer fährt? Montes. Ob das gut ist, das wissen wir noch nicht. Und wir genießen die Aussicht. Ja, wenn es der kürzeste Weg ist, dann muss es halt sein. Ich meine, hinter dem Tunnel ist nur noch Waldland. Ladescreen. So. 1-3 genehmigt, dann nähern uns der Spurüberführung. Scan unsere Sektoren. Dann scannen wir mal unsere Sektoren. Ich weiß, wie das aussieht. Der Feind erwartet doch gerade von uns, dass wir dem Hinterhalt ausweichen. Wir können sie nicht überraschen, wenn sie abwarten. Wir müssen die Initiative ergreifen. Ach so. Hab ich gerade zugestimmt, wenn er an Hitler zu geraten? Alter, das haben wir gerade. Selbst und nehmen ihn die Arbeit an. Das wäre doch zu leicht. Ehrlich gesagt, uns einfach eine Kugel zu geben. Scan weiter. Scheiße. Wo ist der hin? Verstanden, 1-3. Umkehren nicht nötig. Wir schieben die Karre aus dem Weg. Out. Ja, das ist sehr intelligent, Leute. Das werden wir jetzt sehen. Wir müssen jetzt ein Benzinlaster hier wegbewegen. Das kann ja nicht gut gehen. Und ja, ich wusste es auch schon. Das konnte ja nicht gut gehen. Es musste so sein. Hier drüben! Diese Bastarde! Folgen wir Campo. Denken wir nach, wenn ich hier mal loskommen würde. Gehen wir mal Campo nach und Medgovich. So.
Alter, jetzt geh mir nicht auf den Sack, der geht mir dauernd hier. So, sobald machen. Wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abfackelt. Okay, Matt Dolich macht die Tür auf. Verstanden. Oder auch nicht, mach Campo. Aua. Ich hab keine Granaten. Aua. Aua. Alter, da finde ich doch nichts für. Doppelshot. Aber hab sie nicht beide gekriegt, schade. Und weiter geht's. Klettern wir hier erstmal hoch. Alter, dass sie mir dauernd hier ins Visier reinlatschen müssen. Los geht's. Alter, wird mich verarschen. Kumpel ist einfach nur geil. Nein! Was ist das für ein scheiß Wichser? Wo war der? Alter, das darf nicht wahr sein. Werde ich gemessert von so einem scheiß Wichser, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Was für scheiß Noobs. So, aber jetzt nochmal. Diesmal lassen wir uns nicht. Wow. Will ich mich platt machen oder was? Wow. Welche? Da habe ich doch einen gesehen, oder? Weil die schmeiße ich, ja. Zack. Noch jemand. Fuck, ich bin getroffen. Wo müssen wir jetzt hin? What the fuck? Ein Tank. Scheiße, weg geht's. Alter, das war jetzt hier wieder krass. Meide den Panzer, wir versuchen es. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Lass mich rein! Haben wir es überlebt? Mir fehlt wahrscheinlich so ein Bein oder so. Und bei dir? Auch alles okay? Okay, wir haben es überlebt. Verflucht, das waren 93 und ich lebe noch.
Mir geht's besser als okay. Mir scheint die Sonne da aus dem Arsch. Ja, ich seh's. Blackburn, bist du okay? Das ist wahrscheinlich die Sonne. Alles in Ordnung? Ja, du bist hässlich, Alter. Irgendwo muss es hier rausgehen. Dann mal los, Leute. Los! Campo, Montes, Mektovic und Blackburn. Oder Blackbird. Ne, Blackbird, glaube ich. Und Blackburn. Herr, bitte sofortige Luftunterstützung. T-90 Panzer 200 Meter von hier, verstanden? Das Ding wird Sie in Stücke reißen lassen. Luftunterstützung steht zur Verfügung. Wenn Sie rechtzeitig hier sind. Alter, dass die mich hier immer anschubsen müssen. Ich glaube, das ist die Bank. Ja, das ist wahrscheinlich die Bank. Und das ist wahrscheinlich der T90. Der scheiß T90 ist wieder da. Wir müssen was tun. Scheiße! Scheiße! Wo ist der hin? Er guckt mich direkt an. Burn, Motherfucker! Ja, burn, Motherfucker! Alle Einheiten, unserer Position nähern sich feindliche Panzer. Brauchen Hilfe. Over. Okay, Panzer werden uns jetzt hier den Arsch aufreißen. T90 vor der Bank. Schalt ihn aus. Und jetzt machen wir den Tankblatt, Alter. Bumm. Scheiße, das Javelin-Team ist getroffen. Sichert das Javelin. Packet das scheiß Ding ab. What the fuck war das hier? Und boom! Ich muss jetzt mal hier in Deckung gehen, denn das ist gar nicht gut hier. Da ist noch ein. Und das war's mit den T90. T90 war Geschichte. Alter Vater. Gegner? Nope. Alter, guck mal, die haben nicht alle den blauen Pünktchen drauf. Wie soll ich wissen, wer Gegner ist und wer nicht? Okay, versucht zum Hinten reinzukommen. Los, los, vorwärts. Die geben uns Deckung und wir gehen hoch. Warte, jetzt komm hier. Was für ein fetter Soldat. Was haben wir denn hier für Waffen? Okay. Nichts, was mir schmeckt hier. Und rauf mit uns. Aber warum kann er alleine hoch und ich brauche Hilfe? Wahrscheinlich bin ich wirklich so ein fetter Soldat. Jetzt braucht er aber Hilfe. Ja, ich bin ja schon hier. Komm, 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 komm und zack, hoch mit dir. Und schafft er es? Schafft er es? Ja, er hat es geschafft. Und zack, hoch mit uns. So, und jetzt mal in die Bank hier rein, Alter. Wir machen hier die Leute kalt. Ja, Soldat ist schon eine geile Sache. Nur halt die Leute umzubringen, das ist nicht so geil. Bin drin!
Aber wenn man sich hier so anguckt, was die hier alles töten, dann macht es uns leider nichts aus, hier die zu töten. Ich hab ihn gleich auf. Ich hab ihn! Wird er uns treten, Alter? Jetzt! Zack. Und die Kehle durch. Zack. Alter, Blut. Und jetzt erstmal hier die Waffe aufheben. Komm, Alter. Beeil dich. Noch einer, ja, wenn du meine Tür aufmachst. Zack. Und tot ist der Junge. Solltest mal zielen lernen. What the fuck? Und du gehst jetzt drauf, Alter. Der wollte mich anschießen, Alter. Ja, ich schieße und treff gar nichts auf meine Waffe. So macht man das, Alter. Wo bleibst du, Junge? Alter, wir laufen jetzt einfach nur hier rum. Alter, wollte der nicht aufgehen. Noch ist noch jemand irgendwo, die ich messer ich, Alter. Zack. Natürlich ist das gutes Timing. So, und das wäre es auch schon wieder gewesen. Jetzt geht's runter. Jetzt mach schon, Alter. Ich bin noch hier. Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen. Wer bist du denn hier? Ken von Barbie. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, komm schon. Ihr da. Mit wem redest du, Alter? Montez, die Tür. So, ganz so auf Spec Ops Black hier alles durchsuchen. Alles klar. Oh. Was haben wir denn hier gesehen? Ich glaube, das war dieselbe, oder? Nee, dieselbe ist es nicht. 78 MCS gefällt mir besser. Aber haben wir. Wir können uns abseilen. Okay. Ja, da geht's gut. 20 Meter runter. Nee, wir nehmen das hier. Langsam und leise. Da haben wir mehr Munition drin. Vorsichtig runter. Das Seil vorsichtig runter. Guck mal hier. Ankleben und. Zack, schmeißt das runter. Geil. Ja, gut gemacht. Ich hab doch noch gar nichts gemacht, Alter. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Und runter mit uns. Das ist wahrscheinlich deine Mutter, die dich gerade fingert. Komm jetzt. Und zack. Blackburn, halt eine Blendkappe. Ja, ich halte sie breit. Ich schmeiß sie sogar rein. Boom! Also, das war doch jetzt hier nötig, oder? Einfach hier nachladen. Und dann, Alter, jetzt kommt er mir hier zu. Nein! Alter, was war das denn hier für eine Noob-Aktion? Alter Vater.
Das ist jetzt das zweite Mal. Na gut, dass wir nicht auf schwierig hier spielen, Alter. Sonst würde jedes Let's Play hier mindestens eine Stunde dauern oder so. Na klar. Na klar. War's das? Jo, das war's. Alter, war das gerade jetzt heftig hier. Aber wir haben es geschafft. Das ist ja Hauptsache hier. Glaubst du, Alba Schier, Theta Metropolitan Bank. Öffne das Tor. Metkovic, öffne das Tor. Ich will aber jetzt gucken, was der macht. C4, okay. Volle Deckung. Ja, volle Deckung! Boom! Gesichert, gesichert! Jupp, alles ist gesichert. Was guck mal, wie viel Kohle hier. Hol mal den Sack hier raus. Wir fangen an hier aufzuräumen. Riechst du das? Ja. Ja, ich meine, wir sind Soldaten. Kodit, wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, das ist hier schwer. Ein bisschen riecht. Das ich kann man sich ja hier vorstellen. Alter, warum habe ich keine Granaten? Gesichert. Jo, alles ist gesichert. Schön für dich. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist alles Geld. Alles noch da. Boah. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris. New York. 6:02. Das Geld geht aber nicht weg. Heute würde ich euch zeigen, wie das Geld total verschwindet, aber ist jetzt. Und deswegen müssen wir hier weiter. Das ist radioaktiv. Findest natürlich, du die Idee gut? Das geht doch gut für den Körper und ist gut für gesund für die Seele. Weißt du, was das ist? Das ist deine Mutter da. Nuklear. Bomben, russische. Jo, das ist der Dildo deiner Mutter. Den schiebt die sich nämlich immer in den Arsch rein. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? In Benutzung gerade. Eins vorne, eins hinten. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine, wa? Da. Dritter ist als Reserve. Falls mal einer kaputt geht. Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Das ist dein Papa. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und jupp, weg. Und weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Dann würde ich mal sagen, hier, Misfit, raus hier. 1-3. Hier, Führung Misfit, ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte er meint noch mehr zwar geben. Waffenvernichtungswaffe, Misfit, aber es ist war ein Riesendildo. Von seiner Mutter. Bitte wiederhole. Kein gutes Zeichen. No, kein gutes Zeichen. Da muss ich dir recht geben. Und das war's auch mit dem Let's Play. Bis nächstes Mal.